Wat was? Jetzt kann ich aber wieder vorwagen. Dann muss ich sogar. Come on! Das ist schon geil, wie wir eigentlich absolut Schildfuzzi, der Schildfuzzi. Mir ist das nicht so schön. Fuck. Oh. Das hat sich ja wieder mega genannt. Das kann ich nicht wirklich brauchen. Die haben auch noch Schild. Du willst mich verjagen? Weil er dort natürlich einen Checkpoint machen kann. Ja, schon.
lasse ich dich mal die Arbeit machen. Alter, vielleicht schaffe ich es, Mann. Sicher. Das schaffst du sicher. Über die Schande, die Schild ist stärker. Mhm. Vorlaute, du sagst es mal. Ah, du musst es am Boden drauf und dann auflassen. Genau, genau. Was sagt ihr? Wir helfen dir nicht. Nein, nein, jetzt über was. Fatal ist mein zweiter Vorname. Sein Fatal Flint. Und du schon. Jetzt ist es. Oh shit. Das wird jetzt helfen. Muss ich das nicht gleich schaffen. Ja, wenn es eben jetzt ein bisschen abgelenkt wird, wenn ich auf zwei spiele. Okay.
Legendary hat gefloppt. Schild ist da. Alter, mein Puls am Rasen, Mann. Alter, jetzt, Alter, ich fick dich. Ich fick dich. Ich fick dich, Alter. Ich fick dich. Es tut mir leid, Odin, dass ich jemanden mit deinem Namen muss ficken, aber ich fick den jetzt. Es tut mir leid, aber es muss sein. Yes! Gut, ich glaube, ab jetzt habe ich es recht sauer zu werden, wenn jemand sagt, ich bin kein guter Gamer. Alter! Shit! Oh! Nein, fit. Ich habe aber die noch gesagt, Hallo, hallo, hören Sie mich, grüezi wohl, da, Meier am Apparat. Sind Sie interessiert an einem neuen Kühlschrank, so, da, her? Einen Moment, nein, ich gerade nicht, aber ich gebe sie gerne weiter, vielleicht hat es einen anderen Herr, der gerne einen hätte. Neuer Kühlschrank, ja, wir verkaufen Kühlschrank. Guten ja, Tag. So ist das. Ja, grüezi wohl, sind Sie da interessiert an einem neuen Kühlschrank, ja, an einem Kühlschrank. Kühlschrank verkaufen wir, ja, Kühlschrank, ja, so ist das, ja. Müller ist mein Name, ja, Meier ist ja vorher gewesen, jetzt die kann man einstellen und das ist die höchste Temperatur, die noch läuft. Ja, also man kann leider nur gefragt, da muss ich meinen Chef fragen, bis jetzt hat es immer nur geheißen, kein Interesse. Nein, also, wenn ich es richtig verstanden habe, ich kann mit dem Vorgesetzten, also... Erwarte ich Antworten von Ihnen. Wie tief kann man ihn einschalten und was ist die höchste Betriebstemperatur? Ja, also Sie könnten ganz tief einschalten. Ja, also Knöpfe ja, zum Einschalten sind unten. Die müssen Sie sich runterbocken, um die erreichen. Also den können Sie ganz tief einschalten, ja. Wie gut, Sie wollen. Es hat reden aber auch weiter oben noch Knöpfe. Also, Sie wollen Grad wissen. Also, ja, also der Kühlschrank kennt Sie gemütlich. Der könnten Sie prinzipiell den Kühlschrank in ein Kühlfach verwandeln. Wie es Ihnen beliebt. Ja, es hat aber auch noch einen eingebauten Tiefkühler drin. Ja, so ist das. Und wir hätten da auch noch Modell mit vorne eingebauten Eiswürfelspender. Jawohl. Oh, Eiswürfelspender. Jawohl. Das sind so asiatisch irgendwie. Ja, wir haben
Modelle natürlich. Die asiatischen Modelle, wo sie anschreien, wenn sie den Kühlschrank auftun. Ja, Eiswürfel. Okay, nochmal, können Sie das nochmal wiederholen? Ja, natürlich, natürlich. Wir haben die asiatischen Modelle, die schreien sie dann an, wenn sie den Kühlschrank auftun. Dort machen sie auf und dann heisst Knitschwa! Und ja, dann, ja. Ist asiatisches Modell, ja? Ja, das ist das asiatische Modell, das hat auch noch einen Fernseher eingebaut. Es hat auch einen Fernseher. Ja, allerdings ist der halt nicht wie so schamig an der Tür draussen, ja, sondern der ist im Fach drin angebaut. Also da ist ein kleines Problem, dass wenn sie dann am Fernsehen schauen sind, müssen sie halt Kühlschranktüren offen lassen. Und durch das ist dann halt die ganze Zeit auch da das Geschrei vom Knitschwa, Knitschwa. Also mit dem müssen sie dann halt einfach klarkommen. Das sind halt die japanischen Modelle. Das hat einen Knitschwa, das ist gut zu wissen. Ja, auf welchen Preis könnten wir uns denn einigen? Wie viel Volumen beträgt denn das ganze Kielgefäß? Wie viel kann man drin lagern? In Liter gemessen von Wasser. Also in der Höhe ist er. Nein, halber Liter, das ist eine andere Sache. Bitte? Wie bitte? Was meinen Sie? Nein, ich bin da gerade noch in Gespräch verwickelt. Also, ja gut, dann gebe ich Ihnen doch da mal die Infos durch. Also, in der Höhe ist er 2 Meter, in der Breite ist er 1,5 Meter und dann so von hinten nach vorne gemessen ist er 1,5 Meter. Ach gut, das ist doch ein recht grosser Kühlschrank. Das ist ein grosser Kühlschrank, ja. 55. Das ist ein grosser Kühlschrank, definitiv. Jawohl. Kannst du den da in die Wohnung überhaupt unterbringen, weil der Kühlschrank klammert? Das ist, kannst du auch als Tiefkühler brauchen. Also wenn du willst, kannst du ihn auf Minusgrad einstellen, der ganze Kühlschrank ist ein Tiefkühler. Also du kannst auswählen, ob es Kühlschrank ist oder Tiefkühler als ganzes Fach. Ja, ganz genau. Und sie haben auch genug Platz drin, um zum Beispiel eine ganze Schweinehälfte aufhängen oder so. Ja, also natürlich. So Gitter, mitgeliefert werden 7 Abteile. Da können sie dann selber rein tun, wie sie wollen. Sie müssen auch nicht alle rein tun. Können den Scheissdreck auch wieder wegrühren. Ja. Also 7 Abteile kannst du reinhauen. Sie kommen mitgeliefert. Jawohl. Nein, das nicht. Das ist auch schön, das ist ein Traum, aber das nicht. Es ist ein Fach, das dann entsprechend kühlt wird mit der Temperatur, die du einstellst. Und eben, du kannst einen Fernseher drinnen schauen, so nicht das gehört habe. Genau. Das ist halt gemacht da, weil ja, bei den Japanern gibt es halt die Fetisch und dann gibt es halt zum Beispiel die, wo sie so in den Kühlschrank eingesperrt werden. Und dann muss die Person ja doch auch noch ein bisschen. Gut, können. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Ja, nein, aber zumindest in dieser Zeit bis zum Sterben können sie dann noch ein bisschen Fernsehen schauen, das ist doch super. Ja, falls eine Atombombe kommt, ist ja, gut. Ja, genau. Das freut mich. Jawohl, das ist super ja. Zu wissen. Ist das Play ausgelegt, so wie Indiana Jones das Atombombe überlegt? Jawohl, das ist möglich. Jawohl, das können sie. Genau. Das ist super. Wie viel kostet denn so ein Upgrade? Ja, so ein Upgrade, das kostet sie eigentlich nichts, da das kein Upgrade ist, die werden automatisch so gebaut. Weil wir haben gedacht, jeder Vollidiot, der die kauft, die schauen Indiana Jones und die haben für heute ja. Das ist perfekt. Für ja. Alle Indiana Jones-Fans. Genau. Ganz genau. Also, was ist der Preis von diesem guten Gerät, der doch sehr respektabel tut? Ja, der Preis davon, ich höre gerade, wir haben alle verkauft. Tut mir leid, aber danke für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ade. Jetzt ist einfach vorbei. Schade, jetzt im Ernst, ich weiß nicht, wie der Kühlschrank ist. Gib mir eine Antwort. Nein, genial. Hey, da habe ich mir runterhalten, das war genial. Ich bin wieder Stefan. Immer gerne. Das war genial. Peace, Bro. Hey, Taylor.